Menschen und Orte im Engadin. Heute in Pontresina, wo das jahrhundertealte Handwerk der Zuckerbäcker noch immer floriert. Die Zuckerbäckerei, die hat bereits im 15. Jahrhundert angefangen und ist nicht nur im Engadin ein wichtiger Bestandteil gewesen, sondern auch in den Südtälern. In Bergell und in Buschlaf hat man Zuckerbäcker gehabt. Das Problem ist ein bisschen das, dass es so viele Zuckerbäcker in dieser kleinen Region gab, dass sie sich gegenseitig konkurrenziert haben und dann langsam müssen auswandern mussten, weil sie sich gegenseitig die Existenz weggenommen haben. Irgendwann hat es noch mal keinen Zuckerbäcker mehr im Engadin. Man hat dann angefangen, deutsche Bäcker zu importieren. Und dann ist mein Urgroßvater zusammen mit anderen Bäckern in das Engadin gekommen. Und so sind verschiedene Bäckereien im Engadin entstanden. Der Ursprung war Bäckerei, Konditorei gewesen. Mein Urgroßvater ist in den 1890er Jahren von Deutschland in die Schweiz eingereist. Er war zuerst Hotelbäcker im Hotel Seratz und hat dann nachher, als das Pontresina angefangen hat zu florieren, können die Bäckerei selbstständig übernehmen und hat angefangen mit einem Tierraum und einer kleinen Backstube und dann sind noch das neue Gasträume, das Restaurant und so weiter dazugekommen. Wir sind hier in der Konditorei, Confiserie, Kochendörfer. Da wird alles hergestellt, was süß ist. Es sind einerseits sind Schokolade, das sind Guetzli, aber sicher auch Nusstorte und unsere Hauptspezialität, die Engadiner Torte. Die Engadiner Torte ist nicht zu vergleichen mit der Bündner Nusstorte. Sie besteht aus Mürbeteig-Biscuit und zwischendurch haben wir eine ganz feine Vanillecreme mit Kirsch- und Mandelmasse drin. Und oben haben wir einen karamellisierten Mandeldeckel. Wo das Ganze noch so ein bisschen knuspriger und spezieller macht. Die Engadin-Torte ist schon sehr, sehr früh entstanden. Die ist in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden. Die hat mein Grossvater erfunden. Ist mittlerweile einer der wichtigsten Produkte bei uns. Wir brauchen rund 20'000 Stück von dieser jährlich. Ich führe den Betrieb zusammen mit meiner Schwester in der vierten Generation. Wir haben drei Abteilungen, die wir unterscheiden. Wir haben einerseits die Konditorei Bäckerei, wir haben die Restauration und wir haben die Hotellerie mit rund 38 Zimmern. Ich hoffe, dass mein Urgroßvater zufrieden wäre mit dem, was passiert ist. Er wird sicher sehen, dass es sehr, sehr viele bauliche Massnahmen gegeben hat, aber dass es im Ursprung so ein bisschen das geblieben ist, wo er eigentlich angefangen hat. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass er Freude hätte an dem.